Die Landesberufsschule La lud zu einem Tag der offenen Tür. Dabei kamen verschiedene Schulen aus La und dem ganzen Weinviertel, um sich ein Bild über die Laer Landesberufsschule an sich sowie über den hier unterrichteten Einzelhandel, Feinkost, Gartencenter und Lebensmittel zu machen. Die Berufsschülerinnen und Schüler führten die Gäste durch das Haus und präsentierten vieles, vom Schulgebäude über Lehrmaterialien bis hin zu selbstgefertigtem. Frau Steirer, Sie sind hier an der Landesberufsschule Schülerin. Das wievielte Jahr? Das zweite Lehrjahr bin ich jetzt. Zum zweiten Mal 10 Wochen. Und wo arbeiten Sie? Bei der Sparfiliale in Obergrafendorf. Ist in der Nähe von St. Pölten. Das heißt, Sie kennen die Schule jetzt schon. Wie gefällt sie Ihnen? Oder vielleicht auch, was gefällt Ihnen ganz besonders? Also sehr gut gefällt mir, dass wir halt eigentlich nur bis 5 Schule haben oder eben bis 6. Nicht so, weil ich war vorher auch schon in einer Berufsschule, da haben wir jeden Tag bis 7 gehabt. Und auch, dass wir einen sehr schönen Schulhof haben und die Lehrer sind auch voll lieb. Heute ist eben Tag der offenen Tür, wo sich die Landesberufsschule präsentiert. Was ist Ihre Aufgabe heute? Also ich werde die Schulklassen, die was an unsere Schule kommen, die Schule und das Internat zeigen. In einigen Klassenräumen gab es interaktive Stände, um Wissen zu testen und gleichzeitig die technischen Lehrmittel auszuprobieren. Die Landesberufsschule Landerteier möchte den anderen Schulen, den neuen Mittelschulen, auch der Polytechnischen Schule zeigen, den Schülern zeigen, was eine Berufsschule ist, was eine Berufsschule macht. Wir sind ja der duale Partner, der zweite Partner zu einem Lehrbetrieb. Und damit die Lehrlinge, die zukünftigen Lehrlinge sehen, was eine Berufsschule macht und kann und tut, laden wir gerne die Schulen ein. Wir laden aber auch gerne die Öffentlichkeit ein, um zu zeigen, welche moderne, praxisnahe Schule hier in La, welche es gibt. Von 9 bis 14 Uhr sind die Schüler heute hier vor Ort und führen zum Teil die anderen Schüler durch die Schule. Welches Programm habt ihr euch überlegt? Ja, unsere Schüler sind ganz enthusiastisch dabei. Unsere Guides führen dann die anderen Schüler durch und sagen in eigenen Worten, was eine Berufsschule macht, was eine Lehre kann. Und wir zeigen dann praxisnahen Unterricht. Wir haben einerseits im Gartencenter zeigen wir das Glashaus her, was wird gearbeitet an praktischen Arbeiten, aber auch floristisch. Da werden Kränze gemacht. Und im Lebensmittelbereich wollen wir zeigen, was sind so Inhaltsstoffe, wo ist sehr viel Zucker zum Beispiel drinnen. Man weiß gar nicht oft, wo was drinnen ist. Oder wir zeigen auch so Handfertigkeiten wie Gemüseschnitzen. Das macht sich auf einer Platte recht gut. Also sehr praxisnahen Unterricht. Wie viele Schüler sind derzeit bei euch untergebracht? Ja, so wie es auch anderen Schulen geht, werden auch leider die Lehrlinge nicht mehr. Wir haben derzeit um die 100 Schüler übers Jahr gesehen, weil wir eine lehrgangsmäßige Berufsschule sind. Wir wechseln alle 10 Wochen die Lehrlinge oder die Schüler, haben wir übers Jahr gesehen um die 500 Schüler eingeschult. Im schuleigenen Glashaus wurden Pflanzen erklärt und eingesetzt. Das ist eine Grünlilie. Das sind die Ausläufer, das ist die Mutterpflanze, das sind die Tochterpflanzen. Da schneidet man einfach mit einem Messer bis ganz oben. Ja. Da sieht man schon die Wurzeln. Die Erde wird jetzt locker rein, ein bisschen ausdrucken. So. Das ist ein Pikierstab, mit dem mache ich jetzt ein ganz Loch rein, da kommt dann die das Chlorophyton rein. Ja, und die braucht man dann einfach nur mal einstecken. So. Genau, und das war es eigentlich schon. Nachher noch besprühen und dann war es das eigentlich schon.